fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt wieder heißt, der Preis ist heiß. Maria Häusler, Maria, Sie sind dabei. Therese Fritsch, Therese, Sie sind auch dabei. Und Heinz Schuh, Heinz, kommen Sie zu uns, auch Sie sind dabei. Und Inge Gaschler, Inge, auch Sie sind dabei. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Sie sind die ersten vier Kandidaten bei der Preis ist heiß. Und hier ist Harry Weinfurt. Herzlich willkommen hier bei der Preis ist heiß. Sie zu Hause bei den Bildschirmen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne, arbeitsreiche Woche hinter sich. Aber einen schönen Samstag soll es werden. Natürlich mit der Preis ist heiß. Herzlich willkommen hier im Studio, am Ratepult. Und grüß dich, Walter. Hallo. Servus, Harry. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend hier im Studio. Dann den Zuschauern natürlich. Ich wünsche auch ein schönes Wochenende. Und es muss ja gut gelingen, wenn es mit der Preis ist heiß heute Abend am Samstag losgeht. Und wie immer ein großes Hallo. Du Walter, sag mal, was haben wir denn für diese vier Kandidaten? Eine neue Schwimmausrüstung. Das komplette Schwimmset von Adidas bietet zwei hochwertige Trainingsanzüge für die Dame und den Herrn. Dazu jeweils kombinierbar die passenden T-Shirts und die Badeshorts in modischen Farben. Komplett wird dieses Schwimmset durch den sportlich geschnittenen Badeanzug und die Badehose. Für Sport und Freizeit Adidas. Dankeschön, Walter. Maria, was glauben Sie, ist hier der von uns gesuchte Preis? Aber denken Sie dran, nicht überbieten. 380. Theresa. 280. Heinz. 398. Und was glauben Sie, Inge? 600. Und der von uns gesuchte Preis ist 815 Mark. Und somit kommt Inge zu mir. Hallo. Sie weiß gar nicht, wo sie hinschauen muss. So aufgeregt? Ja, und wie? Wen stecken Sie eigentlich in diesen Trainingsanzug für den Mann? Ach, mein Sohn. Der ist auch schon in diesem... Ja, der ist 20 Jahre alt und 1,85 groß, also... Der passt rein. Gut. Inge, wo kommen Sie her? Aus Rot. Rot bei Nürnberg? Ja, genau. Das kennen wir doch. Inge, wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was wir uns für Sie ausgedacht haben. Walter, bitteschön. Packen Sie die Koffer für eine Reise nach Hamburg! Sie reisen zu zweit mit Arm Europa nach Hamburg und verbringen von Donnerstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Wochenende in einem Hotel der Luxusklasse. Entdecken Sie Hamburg beim Shopping und Sightseeing und besuchen Sie am Samstagabend das Musical Cats oder das Phantom der Oper. Die Theaterkarten und die Anreise in der ersten Klasse per Bahn sind inklusive. Arm Europa, wir machen Urlaub. Das ist eine Reise im Wert von 1.900 Mark. Inge, das können Sie gleich gewinnen, aber bevor wir jetzt mit dem Spielen anfangen, möchte ich doch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Was machen Sie beruflich? Also ich bin Teilzeitverkäuferin in einem Mieterwagengeschäft und Hausfrau. Ach, deswegen in den Mieterwagen, würden da auch Badeanzüge verkauft? Auch, ja. Ach, deswegen wussten Sie so genau Bescheid und gesagt worden, das ist mal alles viel zu niedrig, was die anderen gesagt haben. Haben Sie Hobbys? Ja, tanzen, Jazzgymnastik, spazieren gehen. Doch, einiges, ne? Einiges, ja. Ihr Lieblingstanz? Cha-Cha-Cha. Schade, das kann der Walter nicht. Kannst du Cha-Cha-Cha, Walter? Nee, aber ihr beiden könnt doch mal ein bisschen. Nein, ich kann kein Cha-Cha-Cha. Okay. Walzer. Hättest du jetzt Walzer gesagt, wäre ich voll dabei. Also jetzt wollen wir auch was sehen. Wollen wir was sehen oder nicht? Inge, ich lege mein Mikrofon ab.
Inge, wir haben die Nation gezeigt, dass wir tanzen können. Jetzt müssen Sie nur noch die Nation beweisen, dass Sie auch raten können und schätzen können. Walter wird gleich uns einige Produkte hier vorstellen. Wir gehen nämlich einkaufen in der Preis ist heiß Supermarkt. Und Walter, stell uns doch mal die Produkte vor. Okay. Die feine Aprikosenmarmelade hat einen hohen Fruchtanteil und schmeckt zu jedem Frühstück. Die beiden 0,7 Liter Flaschen Artus Limonade in Zitronen- und Orangengeschmack bringen sprudelnde Erfrischung durch natürlich gesundes Mineralwasser. Das praktische Notizbuch hat einen bunt bedruckten Umschlag im Kammschnittdesign und wurde aus 100%igem Recyclingpapier hergestellt. Ein Qualitätsprodukt von Brunnen. Der würzige Tafelessig aus Branntwein mit 5% Säure ist für leckere Salate unentbehrlich. Und die neuen Roll-On-Deos von Credo, Memory und Parfumfrei geben Ihnen Schutz und Frische für den ganzen Tag. Sie enthalten keinen Alkohol und sind daher besonders hautfreundlich. Dankeschön, Walter. Inge, wir gehen, wie gesagt, in unser Preis ist heiß Supermarkt. Das Angebot kennen wir jetzt. In Ihr Portemonnaie befinden sich aber nur 10 Mark. Das heißt, Sie dürfen keinen Pfennig mehr als 10 Mark ausgeben. Wir wollen aber, dass Sie so viel wie möglich einkaufen. Wir wollen also, dass Sie nicht weniger als 9,70 Mark ausgeben. In diesem kleinen Abstand müssen Sie drin bleiben, Differenz von 30 Pfennige. Sie dürfen jedes Produkt nehmen, so viel Sie wollen, aber denken Sie daran, wenn Sie von jedem Produkt hier nur ein Exemplar nehmen, bleiben Sie entweder unter 9,70 Mark oder kommen über 10 Mark hinaus. Mit welchem Produkt wollen wir anfangen? Mit Essig. Wie viel Mal? Wie viel Mal wollen Sie Essig haben, Inge? Dreimal. Dreimal Essig. Und diese Essig kostet 59 Pfennige. Dann haben wir jetzt eine Summe von 1,77. Nee, 1,73. Was? 1,77. 77. Was nehmen wir jetzt? Limo. Wie viel Mal? 10 Mal. Das sind 2 Flaschen, gell? Dreimal. Dreimal Limo. Kostet 1,90 Mark. Und das gibt jetzt inzwischen Summe von 7,47 Mark. Nicht weniger als 9,70 Mark und nicht mehr als 10 Mark. 7,47 Mark haben wir bis jetzt ausgegeben. Was nehmen wir jetzt noch? Schwer, ne? Ja, das Credo. Einmal nehme ich an. Einmal, ja. Einmal. Das hinkommt. 5,98 Mark, das gibt zusammen wie viel? 13,45 Mark. Inge, Sie haben viel zu viel Geld ausgegeben. Herzlichen Dank für diesen netten Tanz, den ich mit Ihnen haben durfte. Schön, dass Sie so gut mitgespielt haben. Und nehmen Sie bitte wieder Platz. Dankeschön, Inge. Schade, dass diese Reise nach Hamburg nicht angetreten werden kann. Aber Inge hat zwar sehr gut getanzt, aber leider zu viel Geld ausgegeben. Walter, ich bekomme jetzt wieder einen neuen Kandidaten. Und das ist Christian Ofer. Christian, Sie sind dabei. Servus Christian. Hallo. Na, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Sie wissen es noch nicht. Das kommt noch. Das kommt noch. Es kommt garantiert was, und zwar ein Preis. Hier, schauen Sie mal. Eine neue Lampe. Diese nostalgische dreiarmige Lampe hat einen Schirm aus blattförmigen Milchglasscheiben mit apartem Blütendekor und spendet warmes, augenfreundliches Licht. Dankeschön, und Christian, Sie dürfen so gleich anfangen. Was glauben Sie, ist hier der von uns gesuchte Preis? Aber denken Sie dran, nicht überbieten. 5,000. Was glauben Sie, Maria? 480. Der ist. 340. Und 520. Heinz? Und 520, sagt der Heinz. Und der von uns gesuchte Preis ist 429 Mark. Und das sind Sie, Therese. Kommen Sie zu mir. Therese, kommen Sie einfach zu mir hier rauf. Jetzt sehe ich, dass es Therese heißt. Sie haben ja Ihr Namensschild direkt mit dieser wunderbaren Brosche gemacht. Haben Sie den selbst gemacht? Nein, nein. Weil das ist doch so das zum selber basteln, ne? Meine Tochter geschenkt. Aha, schön. Sie haben also eine Tochter? Wie, aber schon was Größeres? Ja, ja, die sitzt da hinten. Wo sitzt sie denn ungefähr? Vielleicht können wir das mal drehen. Was sitzt die Tochter da hinten? Mit Enkel? Sind schon Großmutter? Ah, oh, 15 Mal. 15 Enkel haben sie schon. Ein 15. Wo sitzen alle Enkeln auch hier? Nein, alle nicht. Weil dann hätten sie einen eigenen Bus gebraucht, um hierher zu kommen, ne?
Wie viele Kinder haben Sie dann selbst, Therese? Sieben habe ich gehabt. Sieben. Sieben Kinder und 15 Enkel. Das 15 ist unterwegs. Das 15 ist unterwegs, das kommt noch. Aber das wird schon, das kann man aber schon mitzählen. Das gilt schon, gell, Walter? Ja, aber klar. Das gilt. Therese, Urenkel haben wir noch nicht. Zwei Urenkel auch noch. Machen Sie das bei, wenn Sie so eine Familienfeier haben, dann zu Hause auch, dass jeder ein Namensschild kriegt, dass man sie alle kennt? Das brauchen wir nicht. Sie kennen sie alle? Ja, die kennen wir alle. Super, ha? Wo kommen Sie her? Aus Vilshofen. Mhm, schöne Gegend. Ja, aus Monchi, bei Passau. Ja, sind Sie berufstätig? Hausfrau. Man mit so vielen Kindern und so vielen Enkel. Kommt es öfters vor, dass die Kinder sagen von, du Mami, pass mal auf, kannst du den Kleinen nehmen? Und dann haben sie auf einmal so einen Stall mit 10 Kindern? Das mache ich gern. Ja, das glaube ich Ihnen, so sehen Sie. So eine Art Kindergärtnerin aus Passion. Ne? Therese, wollen wir uns überraschen lassen, was Sie jetzt gewinnen können? Ja. Dann lassen wir es uns von Walter jetzt sagen. Walter, bitteschön. Verschönern Sie Ihre Wohnung mit einer modernen Regalwand. Die Regalwand von Quelle besticht durch ihre schöne Gestaltung und die hochwertige Verarbeitung. Die beiden Hochschränke bieten hinter den leichtgängigen Rollläden viel Platz mit jeweils 4 verstellbaren Fachböden und einer Schublade. Das Regal ist mit 4 Schrägfächern, 4 Ablageböden und einem großen Schubfach ideal als Phono- oder Aktenregal geeignet. Eine Regalwand im Wert von 2.194 Mark. Gefällt Ihnen das? Ja. Was haben Sie eben gesagt? Das wäre mein Traum, weil sowas suche ich schon. Sowas suchen Sie? Oh, da müssen wir dafür sorgen, dass Sie es auch gewinnen. Ha? Therese, passen wir mal auf. Wir spielen zusammen das Spiel Falsch oder Richtig. Auf diesem Spiel stehen 6 Produkte und unter jedem Produkt steht ein Preis. Dieser Preis ist entweder falsch oder richtig. Aber wir machen es etwas einfacher. Denn Walter wird uns erzählen, welche Produkte heute auf unser Spiel stehen. Rei für die Wäsche bis 60 Grad. Es ist frei von Bleichmitteln und Phosphaten und bietet daher besonders schonende Pflege für Form und Farbe Ihrer Wäsche. Shampoo 2-in-1 ist Pflegeshampoo und Spülung. Shampoo und Spülung in einem. Es gibt Ihrem Haar seidigen Glanz und volle Spannkraft und ist so ideal für die tägliche Haarwäsche. Das malzhaltige Getränkepulver enthält eine Vielzahl an Nähr- und Aufbaustoffen für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das neue Hydrogel von Oil of Olas schenkt Ihrer Haut die optimale Menge Feuchtigkeit. Hydrogel ist 100% fett-, farbstoff- und parfümfrei. Die Pistazien in der 100-Gramm-Packung sind geröstet und leicht gesalzen. Und die cremige Mousse au Chocolat ist ein köstliches Dessert für jedes Menü. Dankeschön, Walter. Therese, Ihre Aufgabe nun ist es, 3 Produkte, die nebeneinander liegen, richtig einzuschätzen. Mit welchem Produkt wollen Sie anfangen? Mit Rei. 7,89 Mark ist der Preis. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Schauen wir mal, ob der Preis falsch ist. Jawohl, das stimmt. Dieser Preis hat nicht gestimmt. Therese, machen wir jetzt hier mit diesem Mousse au Chocolat weiter oder mit diesem Shampoo? Mit Shampoo. 5,98 ist der Preis. Richtig oder falsch? Der ist falsch. Der ist falsch, sagt Therese. Und wir sagen, das stimmt, was Therese sagt. Der Preis ist falsch. Das machen Sie gut. Sie sind schon ganz nah an Ihren Traum dran. Also, Ovo Maltine dort. 6,29 Mark, falsch oder richtig? Falsch. Falsch. Und wir sagen? Es hat nicht gestimmt, was Sie gesagt haben. Aber Sie haben noch nicht verloren, Therese. Schauen Sie mal. Wir können nämlich an diese Seite noch weitermachen. Aber jetzt muss es dann stimmen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr, 3 Produkte nebeneinander richtig einzuschätzen. Mousse au Chocolat, 1,90 Mark. Ist der Preis falsch oder richtig? Richtig. Richtig. Und er ist richtig, Sie haben gewonnen. Therese, ich gratuliere Ihnen auf das Herzlichste. Ihnen gehört jetzt dieses schöne Möbel da drüben. Freuen Sie sich darauf, bleiben Sie ruhig bei mir, denn wir werden uns gleich wiedersehen. Sie kennen das ja, auch wir müssen ab und zu mal ein bisschen Geld verdienen mit Werbung. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es wieder heißt, der Preis ist heiß. Also, wir sind wenigen Augenblicken. Und Sie sind wieder richtig bei der Preis ist heiß und wir machen weiter mit deinen neuen Kandidaten. Walter, bitteschön. Walburga Herzner, Walburga, Sie sind auch dabei. Walburga, nehmen Sie sich nur alle Zeit der Welt, nicht das, was passiert auf unserer Treppe. Da waren Sie aber ganz schön platt, wie Sie eben gerufen haben. Ne? Sie wollten gar nicht aufstehen, habe ich das Gefühl gehabt. Na, so spannend.
Lassen Sie, beruhigen Sie sich ruhig. Sie stehen jetzt ganz sicher hinterm Radepult und wir schauen uns gemeinsam erstmal an, was Sie gewinnen können. Da kommt der Preis. Ein edles Besteck. Das spülmaschinenfeste Menübesteck ist aus hochwertigem Edelstahl und besteht aus 24 Teilen. Das Zusammenspiel von glänzenden Partien und seidenmattierten Griffen mit dekorativen Details macht es zu einem stilvollen Blickfang. Und Walburga, Sie dürfen auch gleich anfangen. Was glauben Sie denn, kostet dieses Besteck? 378. Heinz? 320. Christian? 700. Maria? 630. Und der von uns gesuchte Preis ist 579 Mark. Das ist Walburga. Kommen Sie zu mir. Walburga, kommen Sie. Ja, was sagen Sie jetzt? Ich bin sprachlos. Sie haben ein neues Besteck gewonnen. Ist das nichts? Doch. Das macht doch Spaß. Oder sind Sie so aufgeregt? Aufgeregt, ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin bei Ihnen und ich werde Ihnen helfen, so gut es geht. Okay? Danke. Bitteschön. Jetzt, Walter, was kann Walburga jetzt gewinnen? Sie spielen jetzt zu zweit um Geldpreise bis zu insgesamt 15.000 Mark. Walburga, bis zu 15.000 Mark können Sie jetzt gewinnen. Zusammen mit einem anderen Kandidaten, die schon ganz gespannt am Telefon wartet. Kommen Sie doch einfach mit, wir gehen zu unserem Telefonspiel, der heiße Draht. Wir spielen nämlich zusammen mit Elke Ziegler. Stellen Sie sich bitte hier mir gegenüber. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher, nicht so weit weg, ich bin bei Ihnen. Oh, die Walli ist ganz aufgeregt. Ganz ruhig bleiben. Jetzt aber gehen wir erstmal ans Telefon und jetzt sprechen wir mit Elke Ziegler. Hallo Elke. Hallo. Wie geht es Ihnen? Gut. Sind Sie auch so aufgeregt, wie Walli es ist? Ja, genau. Genauso. Jetzt, wir können natürlich Sie nicht sehen, dass Sie jetzt auch wahrscheinlich zittern, aber Sie wissen ja nun, was Sache ist. Wo kommen Sie her, Walli? Entschuldigung, bitte Elke. Aus Breisach am Kaiserstuhl. Das ist ja wunderschön dort, nicht? Ja. Das ist ja eine richtige Urlaubsregion. Ja. Mehr oder weniger? Ich frage mal Walli, wo kommen Sie her? Aus Schwabach. Und was machen Sie dort? Haben Sie da gearbeitet? Was machen Sie beruflich dann, Elke? Also gelernt habe ich städtische Hauswirtschafterin und jetzt arbeite ich im Glas Recycling Fabrik. Ach, bei Ihnen kommen all die Flaschen an, die die Leute in den Container werfen, damit es wieder aufbereitet werden kann? Jawohl. Ja, machen Sie wieder sauber. Sie stehen doch nicht da und putzen jede einzelne Flasche, nee, oder? Nee, die kommen durch eine große Waschanlage. Aha, gut. Und werden sie gereinigt und wieder verpackt. Und dann irgendwann steht sie dann wieder bei uns auf dem Tisch mit irgendeinem Saft drin? Ja. Das ist gut, so soll es auch sein. Walli, was haben Sie gearbeitet, wie Sie tätig waren? Geländeverkäuferin. Was haben Sie verkauft? Spielwaren. Oh, das ist... Eisenbahn. Sind Sie deswegen so jung geblieben? Auch. Weil Sie immer mit Kindern zu tun gehabt haben? Oder sind Sie selber auch ein verspielter Typ? Auch, ja. Geht es Ihnen auch so, Elke? Mhm. Was haben Sie denn für Hobbys? Also ich habe drei Tiere, die sind immer am wichtigsten mein Hobby. Also es ist ein Hund und zwei Katzen. Dann gebe ich mich ab mit Blumen. Mhm. Und du gibst Figuren gießen, also so Masken. Oh lala, und die malen sie dann auch selber an? Ja, und mit Federn alles und verschenk sie halt dann auch. Das ist eine feine Sache. Jetzt aber möchte ich gern mit Ihnen spielen, und zwar unser Spiel, der heiße Draht. Walli, Elke kennt bereits die Produkte und vor allen Dingen auch die Preise schon. Sie sollen gleich drei Preise richtig den Produkten zuordnen, drei Preise, die Ihnen die Elke nennen wird. Damit es Ihnen aber etwas einfacher gemacht wird, zeigen wir Ihnen erstmal die Produkte, die hier mit im Spiel sind. Walter, bitteschön. Die feinen Trüffelpralinen sind echte Gaumenfreude für den Genießer. Der Weichspüler von Lenor in der 4-Liter-Flasche ist biologisch abbaubar und sorgt für herrlich weiche Wäsche. Die Speisestärke ist ideal zum Verfeinern von Kuchen und Gebäck. Die Wiener Würstchen schmecken heiß und kalt und sind um 40% Kalorien reduziert. Die feurige Barbecue-Soße passt zu jedem Fleisch und ist besonders zum Grillen geeignet. Die spanischen Artischockenböden sind erntefrisch und eignen sich bestens zum Kochen oder Garnieren. Und der schmackhafte Hühnercremetopf mit Brokkoli und fein frittierten Nudeln ist minutenschnell zubereitet. Dankeschön, Walter. Elke und Walli, jetzt heißt es gut aufpassen. Elke, von Ihnen höre ich jetzt Ihren ersten Preis, aber bitte schön nur den Preis, keinen Produktnamen, denn sonst gilt das Spiel als verloren. Dürfte ich jetzt bitte einen Preis haben und denken Sie dran, das machen Sie der Walli so einfach wie möglich. Sie spielen ja zusammen um immerhin von Geldbeträge bis zu 15.000 Mark. Also, bitte schön, Ihren ersten Preis. 1,69 Mark. Eine Mark 69, Walli, was könnte das denn sein?
Die Suppe? Die Suppe. Schauen wir mal, was das kostet, diese Suppe hier. 1,69 Mark, das war ein richtiger Treffer. Jawohl, prima. Elke, das haben Sie auch gut gemacht. Bitte schön, nochmal ein Preis. 5,99 Mark. Was könnte das sein? Der Weichspüler. Der Weichspüler, stimmt denn das? 5,99 Mark, das ist der zweite Treffer. Prima. Elke, dreimal muss es jetzt klappen. Sagen Sie mir bitte noch einen Preis. Machen Sie weiter so. 2,99 Mark. Walli, was könnte das denn sein? Würstchen. Die Würstchen. Schauen wir mal, was die Würstchen kosten. Andrea, mach es uns auf. Das ist 3,99 Mark. Das hat nicht geklappt. Was wäre da richtig gewesen? Die Barbecue-Soße. Mach doch mal die Barbecue-Soße auf der anderen Seite, Andrea, damit wir das sehen können, alle miteinander. Jawohl, 2,99 Mark. Die Barbecue wäre es gewesen. Also haben wir zwei Treffer. Jetzt wollen wir mal sehen, wie viel Walli und Elke zusammen gewonnen haben. Andrea, kommst du jetzt hier rüber? Übrigens, jetzt stehen hier drei Mittelfranken nebeneinander. Wissen Sie das? Die Andrea kommt nämlich aus Nürnberg. Tja, Weichspüler. Wie viel haben wir da gewonnen? 200 Mark. Och, das ist aber nicht viel. Was haben wir denn da unten bei der Suppe? Wie viel ist da dahinter versteckt? 500 Mark. Oh, das sind ja 700 Mark zusammen. Das bedeutet ein geteilter Gewinn von 350 Mark. 350 Mark für Sie, Elke, ist leider nicht mehr geworden. Trotzdem, Sie waren eine tolle Kandidatin. Schön, dass Sie mitgespielt haben. Und Sie bekommen jetzt einen herzlichen Applaus hier aus dem Studio. Danke. Bitte schön, Elke, und auf Wiederhören. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao, Walli. Für Sie sind es auch 350 Mark. Gratulieren dazu, immerhin ist auch schon was Schönes, nicht? Sicher, sicher. Sehen Sie doch mal, wie es so alles so schön ist hier. Bleiben Sie einfach hier auf diesem Kanal. Sie wissen es ja, wir machen gleich weiter mit den neuen Kandidaten. Spannende Spiele und es kommt noch unser Superpreis. Also, bis gleich. Und weiter geht's mit einem Aufruf für einen neuen Kandidaten. Walter, wer ist der nächste Mitspieler? Es ist Nicole Warnke. Nicole, Sie sind dabei. Hallo Nicole, herzlich willkommen am Radepult. Alle vier, gut aufgepasst. Hier kommt Ihr Preis. Ein tragbarer Fernseher. Mit diesem tragbaren Fernsehgerät können Sie bis zu 60 verschiedene Kanäle empfangen. Ihre Bild- und Toneinstellungen für einen bestimmten Sender lassen sich jederzeit über ein Diagramm auf dem Bildschirm abrufen. Und Nicole, Sie dürfen gleich anfangen. Was ist hier der von uns gesuchte Preis? 650. Heinz. 630. Christian. 698. Und Maria. 720. Und der von uns gesuchte Preis ist 999 Mark. Und das ist Maria. Kommen Sie zu mir. Hallo Maria, Sie haben einen Fernseher gewonnen und können noch viel mehr gewinnen. Walter, was haben wir denn noch für Maria? Gewinnen Sie jetzt einen spritzigen Motorroller. Amico, der neue Roller von Aprilia. Ideal für Shopping, Freizeit und Beruf. Die komplette Ausstattung umfasst E-Starter, Vollautomatik und Helmfach. Der Amico erreicht eine Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde, ist äußerst sparsam im Verbrauch und der Umwelt zuliebe mit einem Cut ausgerüstet. Jeder mit Pkw-Führerschein kann ihn fahren. Amico, Ihr neuer Freund. Ein Motorroller im Wert von 3.995 Mark. Maria, und das können Sie mit einem Schlag gewinnen, denn wir spielen das Spiel Einlochen. Aber zu diesem Spiel gehören auch diese Produkte hier. Und Walter wird uns sagen, welche Produkte das sind. Vidal Sassoon Anti-Schuppen-Shampoo pflegt mild gegen Schuppen und ist Shampoo und Spülung in einem. Nutella, die Nummer 1 unter den Nuss-Nougat-Cremes. Das 400-Gramm-Glas enthält beste Zutaten wie sonnengereifte Haselnüsse, Milch und Kakao. Der Brotaufstrich für das bessere Frühstück. Wick Calcium Plus in den Geschmacksrichtungen Südfrüchte, exotische Früchte und Gartenfrüchte. 5 dieser köstlichen Fruchtbonbons geben dem Körper so viel Calcium wie ein Glas Milch. Das wohlschmeckende italienische Olivenöl wird nach alter Familientradition hergestellt. Die Spargelköpfe im Glas sind besonders fein und von Hand geschält. Und die Champignon-Cremesuppe ist besonders sahnig und fein gewürzt. Dankeschön, Walter. Maria, Ihre Aufgabe nun ist es, mir das Produkt zu nennen mit dem niedrigsten Preis. Das kommt hier vorne hin. Dann steigen, dass am Ende der Reihe dann das Produkt steht mit dem höchsten Preis. Bitte schön, was kommt hier vorne hin? Was glauben Sie? Nutella. Nougat-Creme kommt vorne hin. Und was kommt an zweiter Stelle? Die Wick. Bonbons an zweiter Stelle.
Und dann. Der Spargel. Spargelköpfe, dann haben wir noch Shampoo, Olivenöl und Suppe. Shampoo. Shampoo. Jetzt bleiben uns nur noch zwei. Was soll jetzt kommen an fünfter Stelle? Olivenöl. Olivenöl. Und dann bleibt uns nur noch die Suppe. Und wenn das Fähnchen für die Suppe auch da hinten eingesteckt ist, dann wollen wir natürlich aufsehen, wie weit dann Ihre Linie stimmt. Denn Sie wissen ja, mit jeder richtigen Antwort kommen Sie ungefähr einen halben, dreiviertel Meter näher. Was kostet Nougat-Creme? 2,99. Die Bonbons? 6,57. Die Spargelköpfe? Von hier vorne müssen Sie schlagen, Maria. Schon mal Minigolf gespielt? Ja, da ärgert die mich immer so. Da ärgern Sie sich immer so. Heute brauchen Sie sich nicht ärgern, weil heute schaffen Sie es, weil Sie können jetzt diesen Roller gewinnen. Stellen Sie sich bitte andersrum, damit wir Sie von vorne sehen können. Dann bekommen Sie nämlich den Schläger und Gitta legt den Ball hin. Na, weil sonst sehen wir ja nichts. Probieren wir es mal mit. Sie haben Erfolg, das sehe ich schon. Sie werden das schaffen und Sie... Oh, das war haarscharf. Kommen Sie doch mal zur Seite, Maria. Sie wissen vielleicht auch schon, dass das Spiel schon längst umgetaucht worden ist in zwei Lochen. Okay, hängen wir das Schildchen mal hin, Sie bekommen eine zweite Chance. Gitta legt uns das Bällchen wieder hin. Jetzt gut zielen, mit viel Gefühl zuschlagen. Sie wollen doch den Motorroller, oder nicht? Ja. Na dann treffen Sie. Und einfach rein damit mit dem Ball. Und der geht rein und der ist Maria, ich gratuliere Sie auf das Herzlichste. Sie haben diese Motorroller gewonnen. Wir haben nämlich zwei Gewinner und zwei Kandidaten, die nicht gewonnen haben. Therese, Inge und Walli. Ja, liebe Zuschauer, das heißt, das Rad bleibt einfach weg. Das brauchen wir nicht, denn die zwei Gewinner haben sich automatisch für das Finale qualifiziert. Und das wollen Sie doch auch noch miterleben, oder nicht? Bis gleich also. Und unsere Kandidaten am Ratepult, die heute nichts gewonnen haben, erhalten als Trostpreis ein Jumbo-Spiel. Der Preis ist heiß. Ja, liebe Zuschauer, das sind meine beiden Kandidaten, die beide ihre Spielrunde gewonnen haben. Die anderen beiden hatten leider Pech. Somit bleibt das Rad, wo es ist. Wir brauchen es heute nicht, denn beide haben sich bereits für das Finale qualifiziert. Sie sind bestimmt neugierig, ob Maria noch weiß, was sie alles gewonnen hat. Ja, ein Fernseher und die Motorroller. Und das sind Preise im Gesamtwert von 4.994 Mark. Und Therese, wissen Sie noch, was es war? Ja, der Wohnzimmerschrank. Und als Vorrundenpreis war es eine Lampe. Eine Lampe. Richtig, das haben Sie auch noch gewonnen. Das sind immerhin Preise im Wert von 2.623 Mark. Das haben die beiden Damen schon gewonnen. Und das kann noch viel, viel mehr werden. Das werden wir auch gleich sehen, was Sie noch gewinnen können. Denn wir haben wieder einen sehr, sehr schönen Superpreis. Therese und Maria, begleiten Sie mich bitte rüber zu unserer Ratepulte. Kommen Sie. Und Maria, jetzt ist es soweit. Wir zeigen jetzt einen super Preis. Und was Sie jetzt zu tun haben, ist alles sehr sorgfältig zusammenzählen. All die schönen Sachen, die Sie jetzt gleich sehen werden. Schätzen, zusammenzählen. Aber eine Sache dürfen Sie auf keinen Fall machen. Sie dürfen nicht überbieten. Also da sollen Sie schon vorsichtig sein. Aber nur einer von Ihnen beiden kann den Superpreis gewinnen. Deswegen gut rechnen. Gut aufgepasst also. Hier kommt der Superpreis. Ein Superpreis präsentiert von Shampoo Pump & Spray. Shampoo Pump & Spray mit Nachfüllpack. Das umweltverträgliche Haarspray-System sprüht mikrofein mit reiner Luft und gibt Ihrem Haar festen Halt, seidigen Glanz und Fülle. Ach nee, jetzt ist sie schon wieder ab Fenster aus dem Fenster abgucken, unsere Frau Tratschmann. Heute muss sie Ihnen ganz dringend was Brandaktuelles erzählen. Das ist nämlich kaum zu glauben. Aber schräg gegenüber hat sich jetzt doch so eine Künstlergemeinschaft breit gemacht. Was immer das auch sein mag. Als die Frau Tratschmann nämlich neulich am Fensterputzen war, da hat sie das ganz zufällig mitgekriegt. Dass da einer den lieben langen Tag nur am Rumhantieren ist. Mit der neuen Staffelei und den Farben.
Das hochwertige Malset besteht aus einer Staffelei aus Buchenholz, einem Zeichenblock und 5 verschiedenen Pinseln. Dazu gehört der schön gearbeitete Holzkasten mit Kunststoffpalette und 18 Tuben Tempera-Farben. Erst mal hat sich die Frau Strachmann ja gedacht, das wäre ein Maler. Aber jetzt hat sie erfahren, dass das, was der da macht, Kunst sein soll. Das ist doch kein anständiger Beruf. Da kann man doch keine müde Mark mitverdienen. Wer will denn sowas zu Hause überm Sofa haben? Nee. Den ganzen Tag sind die nur von Kultur am Reden. Schöne Kultur, wenn man ein bisschen den Puppen pennt. Und dann behauptet das junge Ding von schräg gegenüber auch noch, sie sei Dichterin. Weil sie am frühen Nachmittag endlich ihren Allerwertesten bewegt. Vor den neuen Computer mit Drucker. Der Computer von Privileg bietet einen 32-Bit-Prozessor mit 16 MHz Taktfrequenz. Rationelles Arbeiten ermöglichen die beiden Diskettenlaufwerke mit 3,5 und 5,25 Zoll und die 52 MB Festplatte. Der Monitor sorgt durch seine hohe Auflösung für ein flimmerfreies Bild. Der 24-Nadel-Matrix-Drucker von Quelle arbeitet mit einer Druckgeschwindigkeit von 180 Zeichen pro Sekunde. Halbautomatischer Einzelblatteinzug, Papiertrennfunktion und 2 Schönschriftarten sorgen für funktionelles Arbeiten. Nee. Die Frau Trachmann will ja damit gar nichts zu tun haben. Die ganze Nachbarschaft ist ja schon am Tuscheln. Neulich hat sie doch den Schmidlowski beim Gemüsehändler getroffen. Da war die gerade dabei, der Schulze am Erzählen, dass man eine aus der sogenannten Künstlergemeinschaft nachts sogar auf der Straße am Hören ist. Jetzt stellt sich das mal vor, das ist doch Ruhestörung. Aber nicht mal den Hausmeister hat das interessiert, dass das Fräulein sich nach 22 Uhr ihre eigenen Arien dann am Anhören ist. Auf der neuen Stereoanlage. Die Stereoanlage der Spitzenklasse bietet einen Hochleistungs-CD-Player und einen empfangsstarken Tuner. Sie lässt sich mit der Fernbedienung einfach und logisch bedienen. Durch das speziell entwickelte Lautsprechersystem, macht mit auch indirekt beschallenden Boxen, ermöglicht die Anlage optimalen und unverzerrten Hi-Fi-Genuss. Durch das ansprechende Design und die geringe Größe der Boxen kann sie überall problemlos platziert werden. Nee, also das sage ich Ihnen, sowas hätte es früher nicht gegeben. Dass alle sich in eine Wohnung am Quetschen sind, ohne dass da sowas wie Verwandtschaft am Bestehen ist. Die ganze Moral ist beim Teufel, nur weil diese Künstler nichts Anständiges arbeiten und sich die Miete nicht leisten können und deshalb eine Kommune aufmachen. Also das muss man sich mal vorstellen. Erzählt doch einer von dieser Künstlerkommune, dass der Schauspieler ist? Also Frau Tratschmann hat den jedenfalls noch nie gesehen. Weder in der Lindenstraße, noch bei der Wiechertz von nebenan. Diesen Schauspieler sieht man doch nur, wenn die Frau Tratschmann schon längst wieder am Aufstehen ist. Da geht der nämlich erst in seine Federn. Im neuen Schlafzimmer! Das japanische Schlafzimmer schafft ein fernöstliches Ambiente in ihrer Wohnung. Der vierteilige Paravent dient als Raumteiler und schützt vor ungewollten Einblicken. Das bequeme Bett mit seiner 1,40 x 2 Meter großen Liegefläche hat eine Rückenlehne und als Auflage einen hochwertigen zweifarbigen Futon. Eine attraktive Bügellampe rundet diese gelungene Kombination ab. Es ist ja der Frau Tratschmann selbstverständlich nicht entgangen, dass diese sogenannte Künstlergemeinschaft aus 2 Jungs und 2 Mädels besteht. Da können Sie ihr viel erzählen. Für sowas hat Frau Tratschmann nämlich eine Nase. Da merkt man doch selbst der döfste Heidi, dass zwischen denen was ganz anderes als Kultur am Laufen ist. Und das sieht ganz danach aus, als würden die auch öfters ihre Partner tauschen. Aber das will die Frau Tratschmann ja auch gar nicht so genau wissen. Und sie muss ja schließlich nicht die Verantwortung dafür tragen, ob die 4 nun jeder ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer haben. Und wer dann mit wem in welchem Zimmer was hat, auf der Reise nach Barbados! Sie fliegen zu zweit mit British West Indian Airways und Jetreisen nach Barbados. Eine Woche lang wohnen sie im Hotel Southern Palms, einem Haus der gehobenen Mittelklasse, in einem Doppelzimmer mit Frühstück. Das Hotel bietet eine weitläufige tropische Anlage und liegt direkt am langen, feinsandigen Strand des Dover Beach. Neben den abendlichen Unterhaltungsprogrammen stehen zahlreiche Wassersportmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Traumurlaub erwartet sie auf Barbados mit Jetreisen. Und auch bei Ihnen hatte Frau Tratschmann viel zu gucken.
wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, Therese und Maria, Sie haben all diese Preise gesehen. Es fing an mit den Staffelei und den Stereoanlage. Und da hatten wir noch einen Computer, ein komplettes japanisches Schlafzimmer und dann diese Traumreise nach Barbados. Alles gesehen und verkündet von Frau Stratmann. Und jetzt sollen Sie einen Tipp abgeben. Ich kann es sagen, dieser Superpreis hat einen Wert von über 20.000 Mark. Wie viel über 20.000 Mark, das müssen Sie jetzt entscheiden. Geben Sie jetzt bitte Ihren Tipp ein, aber denken Sie dran, nicht überbieten und toi, toi, toi. Therese und Maria, haben Sie beide Ihren Tipp eingegeben? Ja. Dann drücken Sie jetzt bitte auf die OK-Taste. Da stimmt was nicht mit unserer Anzeige bei Therese. Da flackert irgendeine Zahl da vorne. Warten wir mal, was der Technik jetzt macht. Was haben Sie getippt, Therese? Darf ich das mal wissen? Sagen Sie es mir bitte. 23.400 haben Sie getippt. Können Sie beide noch mal? Dann drücken Sie jetzt bitte die OK-Taste. Theresa glaubt, der von uns gesuchte Superpreis hat einen Wert von 23.400 und Maria glaubt 20.500. Und der von uns gesuchte Superpreis mit dem Namen Frau Tratschmann und das Künstlerhaus hat einen Wert von 20.935. Mark. Es ist Maria! Maria war vorsichtiger mit ihrem Tipp und somit hat Maria all diese Preise gewonnen. Oh, mit nur 435 Mark ist er unter dem von uns gesuchten Superpreis geblieben. Und da kann man natürlich vorstellen, dass sie sich freut über all diese schönen Preise im Gesamtwert von 25.929 Mark. Das war doch mal wieder ein schöner Abschluss für uns Samstagnachmittag. Finden Sie nicht auch? Ich habe mich gefreut, dass Sie so zahlreich wieder heute vor den Bildschirmen saßen. Und ich würde Sie empfehlen, heute Abend auch hier bei RTL Plus zu bleiben, denn wir haben ein tolles Programm heute Abend. Einen schönen Sonntag und am Montag, da sehen wir uns wieder, denn da ist es wieder. Der Preis ist heiß. Tschüss.